Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omni 2, dem Omnibus Simulator. Auf der Map Gladbeck Version 5.1, nicht mehr Beta, sondern voll, sind wir unterwegs mit der SB91 oder einfach 91 vom Gelsenkirchener Rathaus zum Hauptbahnhof nach Oberhausen und haben jetzt hier die Haltestelle Wittringer Straße mit 4,2 Minuten Verspätung erreicht. Dann lasse ich die Leute mal rein. Pause raus, Türen auf. Ja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So. Keine Zeit verlieren. Also nicht noch mehr Zeit verlieren. Und weiter düsen. Jetzt sagt er wieder was. Nächste Haltestelle. Örtelsburger Straße. Örtelsburger, und da ist sie schon, ne? Und natürlich, oh, da kommen Leute, die Karre, die platzt aus allen Nähten. Die müsste man mal die Linie mit diesem kleinen, wie heißt der, Zito-Bus fahren. Das wär's noch. Oder mit so einem Sprinter. So. Ja. Besser, die sagen gar nichts, als die maulen rum, weil zu warm wäre. 19 Grad, ja. Ich gehe mal runter so bis 17 und dann mache ich diese Dachluken mal zu. Ah ja, Busspur. Mhm. Ja, ich erinnere mich, da war sowas. Nächste Haltestelle, Tilsiter Straße. Genau, und da muss ich dann links rum und da ist dann diese Haltestelle. 3,8 Minuten Verspätung. Ich hoffe ja immer, dass ich das so ein bisschen noch wieder rausholen kann, sodass die Verspätung nicht noch krasser wird. Das wäre dann die Tilsiter Straße noch in, ja, ist noch Gladbeck hier, ne? Da müsste dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen überlandmäßig was kommen und dann nähern wir uns doch auch Bottrop schon. Aber ich weiß das ehrlich nicht mehr so genau. Das ist wirklich groß und schon ein Weilchen her jetzt. So. Will hier jemand raus? Nö. Und hier steht auch niemand, dann fahre ich weiter. Sowas hilft mir auch. 4,1 Minuten zeigt dann ein bisschen die Verspätung abzubauen. Nächste Haltestelle, Ellinghorster Straße. Ellinghorster. Ja, ich bin ein bisschen still. Schöne Werbeplakate hier unter der Brücke. Doch, gefallen mir wirklich gut. Mhm. So. Ellinghorster, da steht jemand. Genau. Ich fahre ein bisschen weiter vor, damit ich die Straße nicht blockiere. Da sehe ich im Spiegel, der Bus kann vorbei, der VW-Bus. So soll es sein. Und die will nicht mal einsteigen. Das ist eine Unverfrorenheit. So. Und wieder rausziehen und weiter. Wir wollen ja schließlich irgendwann ankommen. Ich habe mir übrigens überlegt, auf dem Rückweg mache ich Regenwetter oder nee, schönes Wetter. Vielleicht kalt oder so. Nächste Haltestelle, Rockwool. Rockwool. Das ist aber nicht unsere Rockwool. Es gibt noch eine andere Rockwool. Die ist auf der anderen Seite der Kreuzung. Damit man ein bisschen besser was sehen kann. Damit der Wiedererkennungswert von den ortskundigen Leuten da ein bisschen besser ist. Und man auch vielleicht Veränderungen sehen kann, besser erkennen kann zur Beta-Version. Deswegen mache ich also klare Sicht, besseres Wetter auf der Rückfahrt, dachte ich mir. Ne? Wenn wir also in Oberhausen angekommen sind, dann fahre ich die ja nochmal wieder zurück und dann mache ich bessere Sicht. Habe ich mir mal so überlegt. Ja, erstmal müssen wir aber ankommen. 4,4 Minuten Verspätung und die Ampel kichert. Die kichert rot und sagt sich, jetzt bleibe ich erst recht lang rot. Ich wusste es ja. Ampeln sind eindeutig sadistisch. Jedes Mal, wenn ich eine Ampel von Fernen sehe, ist die immer grün. Und wenn ich mich dann allmählich annähere, wird sie immer rot. Und kichert! Ein Kapalava da hinten, aber wenn ich gucke, ich erwische die nie. Wer quatscht denn hier die ganze Zeit? Schon komisch, die halten all die Schnauze, aber ich hör's doch. Ach, oh.
nicht aufgepasst. War das hier nicht die Kreuzung, wo diese großen Wolleballen gewesen sind? Oder vertue ich mich da jetzt? Hat doch auch was geändert. Rockwool ist ja dieser große Arbeitgeber. Hoppla. Arbeitgeber. So. Du steigst jetzt gefälligst ein, sonst werde ich knatschig. Okay. Ja, da konnte der Taxi jetzt nicht vorbei, weil die Haltestellenbucht vielleicht ein bisschen klein war oder weil ich nicht weit genug reingefahren bin. Ich will ja keinen Stau produzieren. Nächste Haltestelle, Pestalozzi-Dorf. Pestalozzi-Dorf. Das ist hier, ne? Jawohl. Ich kann mich jetzt bisher noch nicht erinnern, dass ich schon eine Haltestelle ausgelassen habe. Doch, die eine Rockwool. Aber sonst... So, jetzt kannst du vorbei, ne? Taxi, genau. Guten Tag. Tag. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein. Kostet 2,60. So. Und auf 5. Bitte sehr. Gucken wir mal. 19 Grad immer noch. Bei 18 mache ich die Löcher zu da hinten. Ich habe ja die Dachluken ein bisschen gekippt, weil das so warm gewesen ist. Und schon haben sie wieder gedrückt. Ah ja. Nächste Haltestelle. Maria-Theresien-Straße. Maria-Theresien-Straße. So. Genau. So. 4,5 Minuten. 4,5 Minuten Verspätung. Oh je. 4,6. Naja. Naja. Bei dem Wetter. So, weiter geradeaus heißt es. Schienen. Okay. Hat nicht gepoltert. Bei den Schienen. Sprechen tut er auch nicht. Vossbrink habe ich hier. Dann muss ich hier anhalten. Aber gesagt hat er nichts, ne? Ich muss nicht anhalten, da will keiner rein und keiner raus. Weiterfahren. Vielleicht hat er deswegen auch nicht gesprochen, weil keiner hier aussteigen will. Auweia, ich bin gegen den Pollen gefahren da. Oh Mann, oh Mann. Ist das Auto kaputt? Komme ich hier... Ah, ja, 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 ja. Wie, ach, du liebe Zeit. Ja, ich hatte... ich hatte kurz auf die Anzeige geguckt und zack! Wie blöd. Ja. Ich hoffe, ich kann mich wieder so ein bisschen freiwursteln. Spannend, ja. Ganz große Klasse. Das war so richtig doof. Ich bin jetzt nicht geschlittert oder gerutscht oder so. Also nicht, dass ich wüsste. Sondern ich war einfach nur total blöd. Oh ja, was ist jetzt? Oh, da ist aber was kaputt. Hier, der Blinker geht nicht mehr aus. Ah, je. Ich muss mal kurz stoppen und mal reparieren. Geht auch nicht. Polizei rufen geht nicht. Was ist denn los? Muss ich erst den einschalten? Das geht. Ah, jetzt scheint es wieder zu gehen. So, 5,9 Minuten. Das ist natürlich... Ich wollte auf die Anzeige gucken der Verspätung. Das ist ein bisschen weit links oben. Und da bin ich dann wohl gegen diesen Poller gefahren und das hat mich dann richtig rausgebracht. Vermute ich mal so. Vielleicht habt ihr es besser gesehen. Shit. Naja, dann haben wir gleich wieder Platz für weitere Fahrgäste. Ich denke mal, die meisten wollen aussteigen. Wir haben Schiss gekriegt. Ja, dann kann ich ja jetzt auch noch ein bisschen flotter fahren. Gott sei Dank ist grün.
Ich habe jetzt nicht gesehen, ob wir die auch anfahren müssen. Ich muss noch mal eben gucken. Ja, aber hier, ach ja, hier wollen sie alle raus. Ja, dann fahre ich noch ein bisschen vor, dass ihr relativ gefahrlos hier aussteigen könnt. So. Noch mal gucken, muss ich irgendwie abbiegen? Ich habe da jetzt sowas nicht gesehen. Nein, das ist soweit in Ordnung. Ich lasse erstmal die ganzen Angsthasen raus. Ich glaube aber, ich würde in dem Fall auch aussteigen. Es sind aber noch eine Menge drin geblieben, ne? Was ist vorne noch auf? Okay. So, weiter. 6,8 Minuten, das ist schon wirklich viel. Naja, das kann ich hier nichts sehen. Muss ich jetzt hier fahren oder ganz rechts bleiben? Nächste Haltestelle. Bottrop, Boyer Brücke. Ah, Bottrop Boy, okay. Ja, das sieht mir... Ah, da sind... Genau, hier bin ich richtig auf der Spur, weil die ganz rechte missbraucht wird zum Parken, wie ja oft auch in der Realität. So, das ist das schon hier, ja? Denke ich mal. Boyer Brücke, genau. So. Was wird IKEA jetzt sagen? IKEA wird jetzt sagen, vielen Dank, dass du hier nicht gemeckert hast. Ach, das kommt noch. Das kommt noch. So, müssen wir denn geradeaus? Ja, da müssen wir noch weiter geradeaus. Nächste Haltestelle. Saaterstraße. Saaterstraße. Hm? Ja, da, so geht das. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Spur wechsle hier. So. Puh. Zeit, 6,8 Minuten nach wie vor Verspätung. Wo ist die Haltestelle? Das ist die auf der anderen Seite. Geradeaus nach wie vor. Wir nähern uns aber auch Bottrop oder sind sogar schon drin, weiß ich gar nicht genau. Ja, 6,9 Minuten los, Ampel, wert grün. Ich hab doch keine Zeit. Herrje, herrje. Los, mach hin, danke. Ich wäre ja über Rot gefahren, wenn die Bullen da vorne nicht gestanden hätten. So. Saaterstraße. Große, geräumige Haltestelle. Und dann ein Püppchen. Ja, ich habe gerade eine ganze Menge Leute rausgeschmissen, deswegen kriegst du bestimmt einen Sitzplatz. So, was haben wir an Temperatur? 17 Grad. Dann muss ich gleich mal die Dachluken zumachen, sonst wird es zu kalt. Ist ja klar, im Winter kann man noch nicht über 20 Grad machen. Das wäre zu warm. Stelle. Eigenmarkt. Eigenmarkt. Ja, immer noch die linke Spur nehmen wegen parkender Autos. Nächste Haltestelle. Eigenmarkt. Das ist doch schon Bottrop, ne? Das ist auch der Pferdemarkt dann bald schon. Minuten. Die Verspätung wird immer größer. Ich fahre auch so lahm wegen der Sicht. So. Eigenmarkt. Jo. So, hier drücke ich aber die Pause rein. So. Bevor ich die Tür aufmache und die Leute reinlasse. Ach ja, darf ich nicht vergessen. Das mache ich noch eben. Die Dachluken wieder. Auf Null. Es wird sonst zu kalt. Ich hoffe mal, mit der Heizungseinstellung dürfte das dann ganz gut gehen.
Jetzt drücke ich die Pause rein. 7,6 Minuten Verspätung sagt da an. Naja, gut. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und wenn ihr mir vielleicht ein Like da lasst. Und ja, dann bis morgen. Bye, bye und tschüssi.